Bonjourns! Herzlich willkommen, einen schönen Sonntag wünsche ich. Ich bin die Tischlerin und das hier ist ein neues YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute beziehe ich mich auf das Video von letzter Woche. Im Video letzte Woche haben wir uns das erste Haus in Griechenland angeguckt. Also die erste Hausbesichtigung. Ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, mein Partner und ich, wir wollen ein Haus in Griechenland kaufen und haben uns dafür ganze 40 Häuser angeschaut. Und die engere Auswahl, die möchte ich mit euch besprechen. Und das erste Video dazu, beziehungsweise das erste Haus, ist letzte Woche Sonntag online gegangen. Diese Woche werde ich eure Kommentare dazu analysieren, beantworten und mich darauf beziehen. Denn ihr alle habt so viel Bauerfahrung, dass ich euch einfach an der Stelle auch mal um Hilfe gebeten habe. Und die Hilfe ist gekommen. Wir haben eine Menge Kommentare. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Wir machen das aber nicht so statisch, denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viel zu tun. Wir haben zwei krasse Messenwochen vor uns. Messewochen. Wir haben zwei Messewochen vor uns. Nächste Woche geht es nach Köln, die Woche darauf geht es nach Nürnberg. Da dürft ihr natürlich auch tolle YouTube-Videos erwarten. Und aus diesem Grund muss ich einen Scheißhaufen Scheiße vorbereiten. Deswegen muss ich hier jetzt noch einiges machen und während ich das hier mache, sprechen wir über die Kommentare. Multitasking it is. Übrigens, habt ihr schon meinen Mini-Vlog vom Freitag gesehen? Den werde ich euch auch nochmal verlinken. Am Freitag war der ZDF bei mir in der Werkstatt. Und es war mega, mega cool. Ja, schaut es euch unbedingt an. Ich habe mir mega Mühe gegeben. Vielleicht mache ich jetzt Mini-Vlogs. Sagt mir, wie ihr es findet. Vielleicht findet ihr es auch scheiße. Dann mache ich keine Mini-Vlogs. Ich finde es meistens scheiße, Mini-Vlogs. Aber ich dachte mir so, vielleicht kriege ich es in geil hin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es geschafft habe. Ich weiß es nicht. Also, ich lese erstmal vor. Markus L. hat geschrieben, bei einem Stall ist es wichtig zu wissen, was da für Tiere drin waren, da es je nach Tier, zum Beispiel Schwein, zur Aussalzung kommen kann. Der Putz würde immer wieder Flecken bekommen und schlussendlich abfallen. Wenn bei der Decke das Eisen rausschaut, wird da die Betonüberdeckung der Armierungseisen nicht passen. Das beeinträchtigt die Stabilität der Decke und sollte von einem Fachmann geprüft werden. Sollte die Decke komplett erneuert werden, dann am besten direkt Leerrohre für Kabel mit einziehen. Das ist für alle, die es nicht wissen, Armierungseisen ist im Endeffekt Bewährungsstahl, also diese runden Stahlstangen oder gezwirbelten Stahlstangen, die im Endeffekt Grundlage der meisten Konstruktionen heutzutage sind. Gerade in Griechenland ist es so, dass es Pflicht ist, diese Bewährungseisen oder Bewährungsstahl richtig zu verarbeiten in Kombination mit Beton. Ja, man muss es machen. Und wir wissen alle, Stahl ist, glaube ich, um 80% im Preis gestiegen. Also nee, gar nicht. 80%, also quasi 130%. Genau. Ich glaube, es hat 70 Cent gekostet und jetzt sind wir bei 1,50 oder so. Genau, also das mit den Aussalzungen bei den Tieren, bei den Schweinen, wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht mal, ob die noch ganz genau wissen, was da für Tiere drin gelebt haben. Grundsätzlich zum Haus will ich noch mal sagen, dass es natürlich ein absolutes Schrotthaus ist. Aber manchmal muss man halt auch gucken, so ein bisschen, was man hat, was man machen kann, wie viel Zeit man da rein investieren will. Das haben auch einige von euch geschrieben. Und wir wollen jetzt im ersten Anlauf nicht unbedingt 3 Jahre dafür brauchen, um zu bauen. Weswegen wir die Stelle besonders kritisch sehen. Ja, das Haupthaus
sagen wir mal, da könnte man noch was machen, aber die Ställe sind wirklich so eine Katastrophe. Deshalb, da wird man die Bausubstanz ziemlich sicher nicht retten können. So. Auch da an der Stelle natürlich der Hinweis, gerade jetzt ist keine smarte Zeit zum Bauen, denn ich glaube, Bauen war noch nie so teuer, wie es jetzt gerade ist, ausgehend von der Materialknappheit. Wobei nicht mal klar ist, ob es wirklich überall eine Materialknappheit ist oder einfach nur angestiegene Preise. Aber grundsätzlich ist es wirklich meiner Meinung nach auch künftig nicht mehr so, dass wir jemals wieder auf dieses Vor-Pandemie-Niveau kommen, wo wir waren, denn es hat sich durch den Fachkräftemangel auch alles nochmal so sehr verschärft, dass es, glaube ich, in Zukunft eh nur noch teurer wird. Also selbst wenn das Material wieder günstiger wird, werden halt die Löhne auch steigen, weil halt händeringend Fachhandwerker überall gesucht werden. Das heißt, now or never, basically. Also, ja. Summa summarum, die Baukosten jetzt sind so hoch wie noch nie. Aber perspektivisch wird es halt auch nur noch teurer. Ganz kurz, ich muss euch meine neue Bettkiste zeigen. Wie sexy ist sie einfach? Erstmal hier. Und dann. Tschüss! Ich finde es einfach so sexy. Was ich auf jeden Fall cool finde, sind, dass hier lange Bits sind und kurze Bits. Weil ich schwöre, ich brauche die langen so oft. So oft. Gerade gestern, wenn ihr meinen Mini-Vlog anguckt, ey, ich habe so dringend gebraucht. Und es ist so perfekt lang, weißt du? Es ist nicht dieses übertrieben lange, davon habe ich auch welche. Diese von Krone, die Bits sind auch erste Sahne. Aber die hier, ich meine allein schwarz-matt. Schwarz-matt. Ich bin einfach nur so. Übrigens ist das hier mein GSR-12V, also mein kleiner Akkuschrauber. Mein Zuhause-Akkuschrauber oder mein On-the-Way-Akkuschrauber. Oder mein Ich bin lazy Akkuschrauber, weil ich keinen Bock habe, den großen mitzunehmen. Also, ich liebe ihn einfach. So, jetzt bin ich damit auch schon fertig und offensichtlich doch nicht so multitaskingfähig. Deshalb setze ich mich jetzt doch ganz kurz hin und gehe das Ganze mit euch nochmal weiter durch. The Dude, erstmal cooler Name, finde ich irgendwie mega cool. Wenn ich es in Italien richtig verstanden habe, dann gibt es in Europa keine Möglichkeit mehr, ein Gebäude nachträglich legalisieren zu lassen. In Italien nannte sich das Condono. Keine Ahnung, was da in Griechenland gilt. Aber ich hatte es so verstanden, dass die in Italien kein Condono mehr machen dürfen, weil das EU-Recht das verbietet. Kann aber auch wieder ganz anders sein. Also es ist richtig und nicht richtig. Es ist mittelrichtig. Es ist in Griechenland so und in Italien bestimmt auch, dass quasi die Häuser, die vor 1975 gebaut worden sind, relativ leicht zu legalisieren sind. Dann gibt es eine zweite Etappe. Die Häuser, die vor 1985 sind, die sind auch, also quasi mittelleicht zu legalisieren und alles ab 2011 kann man gar nicht mehr legalisieren. Also gar nicht. Genau. Wasserleitung, Pumpe, Brunnen. Maintenance ist essential. Okay. Das ist richtig unangenehm, wenn man immer Englisch so. Und dann Maintenance. Ich hasse dieses Wort. Ich habe schon immer gehasst. So. Also Wasserleitung, Pumpe, Brunnen ist essentiell. So. Aber in Griechenland nicht so ein Problem. Die Wasserleitungen sind ja alle löchrig gerostet. Denke, kannst du mit Hilfe selbst verlegen. Wichtig, weil das Wasser jetzt steht, lange auf Bakterienverseuchung, Legionellen achten. Das Wasser stand nicht lange. Das Wasser war die ganze Zeit in Benutzung, im Durchlauf, sag ich mal, weil die Nachbarn
dem Opa von den Nachbarn hat das Haus gehört und die bewirtschaften dort den Garten und nutzen halt das Wasser so. Das heißt, das Einzige, worauf man halt achten muss, ist, dass wir nicht am Ende in irgendeiner Form Wasser oder Abwasser von irgendwie 30 Jahren nachzahlen müssen. Aber auch da weiß ich gar nicht so genau, wie die Regelung mit Brunnen ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es heute nicht mehr erlaubt ist, Brunnen zu bohren. Und deshalb ist dieses Grundstück halt so interessant. Im Endeffekt, vergiss die Bausubstanz, vergiss die Stelle, vergiss das alles. Aber der Brunnen, Alter, that's the shit, you know? Dann hat Sebastian geschrieben, also gerade die Sache mit den Tauben bzw. dem Taubenkot. Und das ist jetzt interessant, weil ich habe ja vorhin noch so gesagt, ja, also wenn man das Haupthaushalt machen kann, wäre es halt schon nice. So, vergiss die Stelle, man muss die halt neu machen, aber das Haupthaus, das wäre schon wichtig. So, und jetzt kommt Sebastian und sagt etwas sehr Wichtiges, nämlich... Also gerade die Sache mit dem Tauben bzw. dem Taubenkot wird sehr, sehr aufwendig. Der gesamte Kot muss vollständig, nicht 99,99%, sondern 100% entfernt werden, sonst kann es sehr schwere gesundheitliche Probleme geben. Stichwort Hirnhautentzündungen. Bei der Entfernung muss auch unbedingt Schutzkleidung und Maske entsprechend mit entsprechendem Filter getragen werden. Auch bei dem Stall kann es sein, dass hier, sofern man den irgendwie ausbaut, Schutzkleidung getragen werden muss. Kommt drauf an, was für Tiere drin waren. Das wären für mich schon Gründe, Nein zu diesem Haus zu sagen. Kurz zur Klarstellung. Tauben sind keine fliegenden Seuchbomber, aber wenn der Frischkot nicht entfernt wird, können sich darauf gefährliche Pilze bilden. Die Leitungen für Strom und Wasser würde ich versuchen, beim Umbau unter die Erde zu legen. Die Bausubstanz sieht schwierig, aber nicht wie ein unlösbares Problem aus. Das man natürlich mit viel Kraftaufwand angreifen könnte, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Beim Brunnen würde ich definitiv durch Fachleute untersuchen lassen, wie die Wasserqualität ist. Mein Bauchgefühl ist bei so einem offenstehenden Brunnen ein wenig angespannt. Grundsätzlich ein Tipp zum Thema Wasser und Elektrizität. Schaut euch die deutschen Normen und Vorschriften an und versucht diese beim Haus, egal welches es wird, umzusetzen. Das mag zwar alles dann nerviger und aufwendiger sein, aber sehr vieles davon ist wirklich sinnvoll und spart einem auf lange Sicht viel Ärger. So, and that's what I'm telling you. Sorry, dass ich gerade so intensiv werde, weil im Endeffekt ist es mein absolutes Ziel, in Griechenland Deutsch zu bauen. Ich weiß, das ist so eine Arschloch-Aussage. Und in Griechenland würde ich das auch niemals so sagen. Und ich meine nicht vom Stil her, sondern ich meine rein vom Fachlichen. Denn wir haben gewisse Normen und ich weiß, viele von euch kennen es, manche nicht. Die EN, also die Energieeinsparnorm, aber die ist europäisch geregelt und man muss sich dran halten. Und ich kürze das immer an mit Europanorm, also Energieeinsparnorm. Und das sind im Endeffekt Regelungen, die selbst wenn sie zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht greifen sollten vor Ort, später aber auf jeden Fall greifen werden. Und wenn man dann dieses Haus verkaufen möchte und wir wissen alle, was mit dem Klimawandel los ist, dann musst du im Endeffekt trotzdem ein energetisches Zertifikat nachweisen. So. Und ja, wenn das halt Kacke ist, so kann es unter Umständen, je nachdem, die Lage verändert sich immer, kann es halt so kommen, dass wir im Endeffekt nachrüsten müssen, damit dieses Haus verkauft werden darf. So. Oder es kommt halt eine Regelung, dass die Käufer das umsetzen müssen. Aber beides ist suboptimal. Kann man beides verhindern, indem man von vornherein einfach vernünftig baut. So. Genau, also... Very much important. Sebastian hat einen super Kommentar geschrieben, wirklich. Nicht wundern, ich habe sie letzte Woche alle erstmal nur geliked. Die ersten zwei Stunden, dass ich dabei habe, kommentiert und die anderen habe ich geliked, weil ich ja jetzt so ausführlich darauf eingehe. Hat Benny Ho geschrieben, also wenn der Beton unter der Decke drin abplatzt, weil die Armierung rostet, ist auf jeden Fall Feuchtigkeit reingekommen. Flachdach ist halt schwierig.
Sah auch nicht aus, als wäre es abgedichtet. Würde, wenn, empfehlen, ein Dach aufzusetzen mit leichter Schräge und Solar. Bin aber auch erst bei der Hälfte vom Video. Richtiger Benni. Da habe ich jetzt eine Frage an euch und schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es gibt so zwei Mythen. Entweder, dass die Armierung rostet, weil Feuchtigkeit reingedrungen ist. Das andere ist, dass es wärmetechnisch so schlecht abgedichtet ist, dass die Armierung quasi durch die Hitze sich ausdehnt und der Beton anfängt zu platzen. Was in Griechenland schon sehr wahrscheinlich ist. So, und jetzt machen wir eine kurze Umfrage. Schreibt es in die Kommentare, das würde mich interessieren, was ihr denkt, was es ist. Ich glaube, es ist die Hitze. Benni glaubt, es ist die Feuchtigkeit. We're gonna see who's gonna win, you know? Neben dem Kaufpreis ist das Wichtigste, ein legal gebautes Haus zu erwerben und die lokalen Abriss- und Erweiterungsvorschriften zu kennen. Ich grätsche da mal ganz kurz rein. Unter Umständen hätte man auch die Möglichkeit, die Gebäude durch den Verkäufer legalisieren zu lassen. Wenn man was abreißen muss, muss der Verkäufer den Abriss bezahlen. Also wir müssten das nicht. Das heißt, ja, es wird nervig, aber das Ding ist, manchmal lohnt es sich, dass es nervig ist für den Preis, die Wertsteigerung und das Endergebnis. So, und dadurch, dass das Haus ja auch für uns ist, muss man sich halt wohlfühlen da drin, ja, und ist dann halt öfters auch mal bereit dazu, ein bisschen den Rahmen zu sprengen. Aber grundsätzlich hat The Dude nochmal absolut recht, dass wir halt schon darauf achten sollten, dass wir ein legales Haus bekommen. Ich kann aber auch sagen, alle, die vielleicht im Ausland so ein Projekt schon mal gemacht haben, die Wahrscheinlichkeit, kein legales Haus zu erwerben, ist wahnsinnig hoch. So, ich glaube, gerade in Griechenland haben wirklich so fast 70% der Menschen illegal gebaut. Abgeschiedenheit ist kein Vorteil, wenn das Haus 1,5 Jahre leer steht. Elektrizität, Zuwasser und Abwasser müssten für mich so funktionieren, dass man dort sofort auf kleinem Raum leben und die Beleuchtung, einen Kühlschrank und eine Waschmaschine gleichzeitig betreiben kann. Ich bin kein Elektriker, aber das sah nicht danach aus. Ich würde daher erstmal weitersuchen. Viel Erfolg. Also finde ich schon richtig, was er sagt, aber wir haben uns so ein bisschen einen Plan gemacht, dass wir so ein bisschen gucken wollen, ob man vielleicht einen Hersteller von Tiny-Häusern findet, der ein fertiges Tiny-House hat, was vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nicht so gut ist oder so. Und man kann sich das ausleihen für die Zeit, die man baut. Und wenn man fertig gebaut hat, gibt man das quasi zurück oder versteigert das auf meinem Kanal so. Klar, natürlich, ich bin nicht blöd. Ich werde schon versuchen, auch diesen Kanal mitzunutzen, um diese Sache noch mal mehr möglich machen zu können, sag ich mal. Aber das war mal so eine Überlegung, die wir hatten. Also uns quasi ein Tiny House auf den Hof zu stellen, wo wir halt drin leben, solange das Haus noch nicht fertig ist. Weil, ja, wir wollen jetzt auch nicht so viel Geld für Hotels oder sowas ausgeben. So sollen wir ein Jahr im Hotel leben. Also das will man auch einfach nicht, ja. Ich hasse es. Also literally, ich hasse es. Die Obi-Kampagne habe ich ja ging ja fast einen Monat lang und ich habe einen Monat lang im Hotel in Köln gewohnt. Und die ersten 2 Wochen war es richtig so geil, oh mein Gott, so. Und dann nach 2 Wochen war man echt so, ich will mein Bett, ich will mein Zuhause, ich will meine eigene Toilette. Ja, also von daher, das sind auch Luxusprobleme, aber ich bin ein Heimchen, so, ich bin ein richtiges Heimchen, ich brauche mein Zuhause, ich bin so oft umgezogen in meinem Leben, in meiner Kindheit vor allem, dass ich einfach so instant 5 Jahre in meiner Wohnung gelebt habe, bis der Mietvertrag ausgelaufen ist in der ersten Wohnung, in der ich quasi gewohnt habe und jetzt in der auch 5 Jahre, ja, krank, ne, also ein bisschen weniger als 5 Jahre, aber ja, fast. Okay. Benni Ho schreibt nochmal, abreißen und neu bauen, wenn man so ein Grundstück hat, ist bei dem Objekt echt eine Überlegung wert, wenn man das darf. Es müsste ja eh alles neu gemacht werden. That's what I'm talking about. So, vielleicht bekommt man auch irgendeine Möglichkeit. Aber es wird so ein Kraftakt da irgendwie mit den Baubehörden und sowas alles. Es wird so wild. Wild. Wild.
Dann haben wir Fotomoods. Die Lage ist wirklich schön, es ist aber sehr, sehr viel Arbeit. Ich suche etwas in Ceuta, in Spanien. Es ist die marokkanische Seite. Das würde mich gedanklich reizen, weil ich da im Prinzip in Spanien bin, aber auch schnell in Marokko. Hat jemand einen Tipp, wie man dort ein Haus erwerben kann? Oh Gott, also in Spanien könnte ich sogar helfen, weil ich habe damals viel so Spanien-Austausch gemacht und war wirklich jedes Jahr dort und habe mitbekommen, wie meine Austauschpartnerin, also die Eltern, so ein Ferienhaus gekauft haben, was direkt am Meer war, in so einer Siedlung quasi. Und das vermieten die dann im Sommer immer. Das war genau im Süden. Also es war direkt Chiclana. Und Chiclana ist der südlichste Punkt von Spanien. So. Aber Bro, Marokko, I'm telling you, no. Aber er will ja auch in Spanien das Haus und nicht in Marokko, was auch sehr smart ist. So. Dann schreibt Danny, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber heutzutage ist es auch wichtig, sich Gedanken über die Waldbrände zu machen. In Griechenland nicht selten. Vielleicht berücksichtigt ihr es bei eurer Planung. Mic drop, okay, das ist eine harte Ansage, die auf jeden Fall wahr ist. Wir haben halt das Flussbett zwischen uns und dem Wald und auf der anderen Seite haben wir quasi nur Häuser. Also auch da eigentlich eine ganz gute Situation. Was mir aber viel mehr Sorgen macht, ist, dass die Stromtrasse oder der Starkstrom, der überm Haus lang läuft, halt nicht nur überm Haus lang läuft, sondern auf unserem Grundstück. So, und wenn es dann einen Brand gibt, ja, da haftet nicht der Staat für, sondern da haften wir für. Das heißt, das ist ein richtiges Manko. Ich weiß nicht, ob man so einen Strommast umsetzen kann. Ich weiß aber, dass die Griechen da richtig kompliziert sind, was diese Sachen angeht. Also zum Beispiel gibt es auch so richtig krasse Straßenlichter. Und wenn die da sind, dann sind die da so. Und die sind so hell, du kannst nicht schlafen, wenn das auf dein Zimmer scheint. Aber es ist egal. Also es gibt keine Möglichkeit, das ändern zu lassen. Dann sagt Nicola im Vergleich dazu, klar, vieles sieht nicht so toll aus. Denke, die meisten werden schreiben und sagen, reiß es ab und baue es neu. Aber ich finde, da geht so viel Charme weg. Klar, es ist immer einfach, neu zu bauen, aber dann darfst du oft nicht mehr in der Größe bauen, wie es schon steht, was halt hier 100% der Fall ist. Habe schon viele Projekte gesehen, wo man am Anfang dachte, fuck, das wird niemals was. Und die haben es dann anderen gezeigt, dass es geht und war auch positiv überrascht. Also hört auf euer Herz und Bauchgefühl, kommt halt darauf an, was man alles selber machen kann und welche Kontakte man hat zu den Baustoffhändlern. Aber ich wäre natürlich bereit, zu euch zu kommen und so gut wie es geht zu helfen. Wirklich. Ich hoffe so sehr darauf. Ich meine, damals bin ich ja auf diesen Hof gefahren, um mich zu erholen von diesem krassen Event, dieser Nachwuchskampagne, quasi dem digitalen Ausgleich zu den ausgefallenen Gesellenstücksausstellungen Corona-bedingt. Und dann bin ich auf diesen Hof gefahren und habe einfach nur in meinen Account geschrieben, so ja, ich bin auf so einem Hof und werkel da so ein bisschen. Und dann sind einfach einige von euch gekommen und haben uns dort geholfen. Und das war nicht mal mein Hof. Und ich hoffe so sehr, dass vielleicht bei diesem Projekt so die Leute kommen. Ich würde vielleicht, wenn ich es kann, ich will auch nicht zu viel versprechen, aber ich spare auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich vielleicht einfach so die Flüge oder sowas bezahlen kann. Und dann pennt man halt irgendwie ja, mit Zelten und keine Ahnung was dort auf dem Grundstück und werkelt da so ein paar Tage. Das würde ich mir krass doll wünschen. Und gerade mit Nicola. Nicola war auch da bei diesem Hofprojekt. Er ist ein richtig guter Dachdecker, folgt ihm. Berti schreibt, hallo zusammen, hier hast du, denke ich, nur einen Rohbau mit einem großen Grundstück. So wie ich dich verstanden habe, ist es nicht dein Projekt, also weitersuchen. Ist schon mein Projekt, aber okay. Eine Abwägung ist erst nach Besichtigung aller Objekte möglich. Hier haben wir einen Professor. Das ist mal eine Aussage. Ja, ich muss sagen, 100 Punkte an S.H. Du hast komplett recht.
Generell bleiben höchstens die Wände stehen, ansonsten gibt es bei dem Objekt nichts, was noch so bleibt, wie es jetzt wäre. Wenn ihr Zeit habt, dann wird gemauert und verputzt. Habt ihr wenig Zeit, dann wird Trockenbau ein Thema werden. Generell sieht die Hauptstromleitung aber sehr klein aus. Eventuell müsst ihr hier auch eine stärkere Leitung anfragen. Wäre ja schade, wenn der Backofen an ist und auf einmal der Whirlpool dafür sorgt, dass die Sicherung rausknallt. Alter, wenn wir es financially gestemmt bekommen, einen Whirlpool zu haben, so, bro. Oh, just shut the fuck up. Oh mein Gott, ich hätte so gerne einen Whirlpool. Ich hätte niemals gerne einen Pool, aber ich hätte so gerne einen Teich und einen Whirlpool. Literally. 100.000 Euro dafür im jetzigen Zustand? Fragezeichen. Mit viel Zeit und Energie aber vorstellbar. Ich habe mir meinen Altbau auch selbst kernsaniert und zwei Architekten wollten den Bau im Vorfeld nur abreißen und neu bauen. Ich freue mich auf weitere Videos. Grüße aus dem Siebengebirge. PS, Abwasserleitung gibt es? PS, je ne sais quoi? Das hat uns keiner richtig beantworten können, ehrlich gesagt. Dann geht's weiter mit Daniel. Er sagt, warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf und gerade wenn du nicht in der Wüste unterwegs bist, heißt das eine hohe relative Luftfeuchtigkeit im Sommer. Mit einem Grund, warum man im Sommer nicht dauerlüften soll, weil dann die Feuchtigkeit in die Wohnung gelangt. Wenn du im Sommer bei vollem Durchzug kein Feuchtigkeitsproblem hast, stört der Winter auch nicht. Generell würde ich auf Besichtigung immer zumindest eine Wärmebildkamera und oder ein Feuchtemesser mitnehmen und immer auch die relative Luftfeuchtigkeit an dem jeweiligen Tag messen und das alles protokollieren. Nur dann weißt du einigermaßen sicher, ob du ein Problem in der Richtung hast und wie es um Wärme, Kältebrücken und sonstige Probleme zum bestellt ist. Die Verwitterung draußen an den Wänden sieht nicht dramatisch aus, ist halt falsch geschützt. Gerade in Griechenland würde ich eh lieber auf eine traditionelle Außenwandverkleidung gehen, entweder mit Naturstein oder Lehmkalkputz, statt einfach nur drüber zu malern. Die Decke macht mir auf so einen schnellen Blick tatsächlich noch mit am meisten Sorgen. Und daraus ist dann eine relativ kontroverse Diskussion entstanden. Und da meinte MH, also in diesem Objekt hilft eine Wärmebildkamera sicherlich nichts, wo Tür und Tor weit offen steht. Ja, es sind keine Fenster und keine Türen drin, nichts ist abgedichtet. Also von daher, klar kommt die Feuchtigkeit rein irgendwo. Dann sagt Daniel, das stimmt nicht, feuchte Wände sind kälter als trockene Wände. Auch kann man mit der Wärmebildkamera Wärme- und Kältequellen in der Wand ausmachen, wie Wasserleitung und heiß laufende Stromleitung. Der Strom ist dort abgestellt, also da ist eine Blombe am Stromkasten, aber ich verstehe trotzdem, was du sagst. Meine gute alte Fleur ist definitiv eins meiner meistgenutzten Diagnosewerkzeuge am Haus und mittlerweile muss man nicht mal mehr den Jahresurlaub mit der Familie für ein brauchbares Gerät opfern. Das ist auch so eine harte Aussage. Dann hat MH geschrieben, das setzt dennoch voraus, dass die Leitungen im Haus genutzt werden, was hier definitiv nicht der Fall ist. Und dass feuchte Wände immer kälter sind, kann ich auch nicht bestätigen, da das Objekt länger nicht bewohnt ist, Fenster und Türen defekt sind, schätze ich, dass die Wärmebildkamera nicht hilfreich wäre, da wohl eher ein Feuchtemessgerät, die noch deutlich günstiger sind wie eine Wärmebildkamera. Über Kältebrücken an den Fenstern braucht man sich bei diesem Objekt auch keine Gedanken zu machen. Da meinte Daniel, wie du meinst. Vielleicht sollte ich die Kamera als Problemlöser Nummer 1 im Haus einfach durch eine Wünschelroute ersetzen, wenn sie eigentlich gar nicht funktioniert und nur Phantombilder macht. So, und dann ging es noch einige Zeit weiter. MH hat das letzte Wort behalten. Also, ja, schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu. Ja, also, wir haben einige Kommentare zum Haus bekommen. Ich bin mega dankbar erstmal dafür. Die zweite Hausbesichtigung wird definitiv auch folgen. Nicht nächste Woche, aber in später. Nächste Woche gibt es erstmal ein kleines Special, denn wie gesagt, die Messe in Köln ist und darauf ist die Messe in Nürnberg. So, und ihr könnt diesen Sonntag, also heute, was auf meinem Kanal, aber auf Instagram gewinnen. So, das heißt, checkt auf jeden Fall mal mein Instagram aus. Ich verlinke es euch unten.
Es ist ein mega geiler Gewinn und ich freue mich so doll darauf, euch daran teilhaben zu lassen. Und mehr sage ich dazu nicht. Aber manche von euch erahnen es vielleicht schon. Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es in die Kommentare und oder nicht, damit die anderen nicht auch wissen, was es ist. Nochmal zurück zum Haus. Es ist ein Riesenprojekt. Das Haus, was wir hier gesehen haben, hat, wir fassen es nochmal zusammen, 4500 Quadratmeter Grundstücksfläche. Was super ist, heißt, wir haben per se erstmal genug, um außerhalb der Grenzen zu bauen. Es ist aber in einer Green Area, das heißt, wir können doch nicht mehr als 120 Quadratmeter bauen. Wir haben auf dem Grundstück 90 Quadratmeter Haupthaus, 70 Quadratmeter Stallanbauten. Das heißt, wahrscheinlich müsste man sogar noch mal ein paar Quadratmeter abreißen, um auf die 120 Quadratmeter zu kommen. Vielleicht hat man Glück und kann sie legalisieren lassen, das ist nicht klar. Wir haben keine gute Bausubstanz, wir haben aber einen Brunnen, von dem wir die Wasserqualität nicht kennen. Wir haben mega viele Probleme an allen Ecken und Kanten und haben zwar einen günstigen Kaufpreis, aber im Endeffekt einen ganz, ganz großen Haufen an Variablen, von denen wir nicht klar definieren können, wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen werden, dadurch, dass das alles noch mit Genehmigung und so weiter und so fort verbunden ist. Also, sicherlich, wenn man alles hinbekommt, wird sich das schon auszahlen bei dem Objekt, weil wir hier einen ganz, ganz tollen Meerblick haben, eine super Lage, aber die Gefahr ist halt eben hoch, dass man sich da doch sehr stark verkalkuliert. So viel dazu. Wir können also zusammenfassen, das Haus ist raus, es ist ein No-Go. Ich bin gespannt, was ihr zum nächsten Haus sagt. Das wird doch noch mal in einem deutlich besseren Zustand sein. Das war's erstmal für diese Woche und nächste Woche sehen wir uns wieder. Wie gesagt, verpasst aber heute auf Instagram das Gewinnspiel nicht, denn diesen Gewinn wollt ihr nicht verpassen. Es ist so geil, also wirklich. So, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Danke für eure Hilfe und bis bald, die Tischlerin.